Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Karin Gloy. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Sendung Philosophie im Gespräch. Ich möchte gerne Sie ein bisschen vorstellen zu Beginn der Sendung. Ich beginne mit dem Studium. Sie haben Philosophie, Germanistik, Physik und Psychologie studiert. Eine sehr ungewöhnliche Kombination, Physik und Philosophie, darauf werden wir sicher auch noch zu sprechen kommen. Sie waren im Studium an den Universitäten Hamburg und Heidelberg und sind seit 1985 Ordinarier an der Universität Luzern. Besonders auffällig finde ich auch, dass Sie sehr international tätig sind. Sie haben unzählige Gastprofessuren und Vortragsreisen gehalten, die ich gar nicht in der Kürze alle aufzählen kann. Vielleicht nur besonders hervorzuheben, Sie waren in Beijing, also in China, in Taichung, in Taiwan, in Kolumbien, in Griechenland, in Ionina, in Zürich, Basel, Wien, Freiburg und in vielen anderen Ländern. Das stimmt so? Ja, ja. Nein, es ist unglaublich. Und was auch besonders hervorragend ist oder Sie einfach auch sehr auszeichnet, sind drei Würdigungen Ihrer Arbeit. Ich beginne mit der aktuellsten aus dem Jahre 2002. Sie haben in Griechenland, sozusagen dem Mutterland der Philosophie, in Ionina, die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät bekommen. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde. 2001 waren Sie Woman of the Year, durch ausgezeichnet von American Biographical Institute and its Board of International Research. Woman of the Year 2001, auch das sicherlich eine außergewöhnliche Auszeichnung. Und 2000 sind Sie in die Liste der 2000 außergewöhnlichen Intellektuellen des 21. Jahrhunderts aufgenommen worden. Das ist durch die International Biographical Center, durch das Internationale Biografische Center in Cambridge passiert. Habe ich das in dieser Form richtig vorgebracht? Ich hoffe, dass auf dem Zettel steht. Ja, also besonders schön ist ja auch diese Ehrendoktorwürde aus Griechenland. Darf ich Sie zu Beginn gleich fragen und Sie bitten, ein bisschen von Ihrem Werdegang zu erzählen, von Ihren Erfahrungen mit der Philosophie als Philosophin, Ihren Lebensweg kurz zu skizzieren. Ja, danke schön für diese Einführung und dass Sie mir diese Gelegenheit geben. Ich habe, wie Sie schon erwähnten, ein sehr breites Studium gehabt mit dem Hauptfach Philosophie und Germanistik und dazu gehörte damals noch sowohl die Literaturwissenschaft wie auch die Germanistik mit Sanskrit und Gotisch und Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, was man heute auseinandergenommen hat. Und daneben habe ich auch Kunstgeschichte und Psychologie studiert. Und da ich bei einem sehr berühmten Professor Philosophie studiert habe, der auch Physiker war, nämlich Karl Friedrich von Weizsäcker, lag es ja nahe, dass ich auch Physik machte, was mich auch von der Schule her schon interessierte. Ich habe ein sehr langes Studium, aber auch ein sehr breites und mir ist das später immer zugute gekommen. Und ich bedauere fast die Leute, die heute immer auf die Kürze und Schnelle studieren, weil man dieses ganze Spektrum nie verliert und daraus immer neu schöpfen kann. Würden Sie sagen, dass man doch mindestens 10 Jahre braucht, um ein Fach annähernd erfassen zu können? Also ich will mich im Moment darauf nicht einlassen, aber was man jetzt im Bologna-Modell hatte, diese Bachelor-Studien von 3 Jahren, da kann man ein bisschen die Terminologie eines Faches. Aber sonst hat man überhaupt keine Ahnung von dem Fach. Erst der Masterabschluss entspricht den alten Diplomen oder Abschlüssen, Lizenziat und Ähnlichem, je nachdem in welchem Land man ist. Aber die Abschlüsse sind heute einfach zu schnell. Und wenn man dann promovieren will, wir haben seinerzeit sehr lange zur Promotion gebraucht. Und bei einer Habilitation hat man durchschnittlich 8 bis 10 Jahre gerechnet. Und wenn man in Japan studiert, da war der höchste Grad der Doktorgrad.
Da hat man lebenslang gebraucht. Da gab es nur so 5 Leute, die sich also habilitiert haben. Und in der Medizin geht das alles schneller, aber in den Geisteswissenschaften braucht man einen ungeheuren Überblick über die Geschichte und kulturvergleichende Studien, sodass dieser Jugendwahn, ich sage wirklich Jugendwahn dazu, alles schnell zu machen. Und weil man nur in der Wirtschaft bis 28 noch eingestellt werden kann und darüber nicht mehr, ich halte das für eine, ehrlich gesagt, für verfehlte Politik. Und heute vergleicht man ja auch schon, in Frankreich ist man mit 24 schon fertig und kommt man das Studium in Deutschland, in der Schweiz, ich weiß nicht, in Österreich auch noch verkürzen kann. Ich halte es nicht für gut, sondern man braucht doch einen gewissen Überblick, eine gewisse Reife, wozu auch ein Scheitern einmal gehört. Also bei der Promotion, die nicht ohne auch mal zeitweise scheitern geht, das halte ich für keine wirkliche Promotion. Ich muss das einfach offen sagen, es gehört auch persönliche Reife dazu. Und man hat ja heute die Theorie, dass man lebenslang weiter studieren muss, das ist schon richtig. Aber wenn man ein großes Umfeld hat und auch Weite im Blick, kann man auch verantwortungsbewusster an die Sachen herangehen. Ja, und zu meinem Werdegang. Ich habe an 2 bedeutenden Universitäten mit bedeutenden Professoren studiert. Weizsäcker nannte ich schon. Von dem her sind viele philosophische Probleme und Fragestellungen meiner Philosophie zu erklären. Und der 2. Universitätsort war Heidelberg, wo ich 2-mal lange Zeit studiert habe in während der ersten Phase bei Gadamer und Löwit, was ja auch sehr bekannte Namen sind, gerade Gadamer und auch Löwit. Und in der 2. Phase war die berühmte Trias, Dieter Henrich, Michael Theunissen und Tugendhat dort. Und dort habe ich meine spekulative Philosophieausbildung, also über den deutschen Idealismus, Kant, Fichte, Hegel, bekommen, was ein 2. Schwerpunkt ist. Und aus diesen beiden Quellen speist sich dann auch meine eigene Philosophie, die nicht mehr wie seinerzeit historisieren oder historisch verfährt. Ich bin mit der Interpretation von Kant angefangen, Hegel und so weiter. Heute bearbeite ich eigene Sachthemen. Aber das sind die beiden Quellen, die naturphilosophischen Themen, die von Weizsäcker kommen, die spekulativen, die aus der Heidelberger Tradition kommen. Ich meine, das sind ja alles sozusagen Persönlichkeiten, die zum Großteil ja auch den 2. Weltkrieg mitbekommen haben, die sozusagen ein anderes Philosophieverständnis dann aufgebracht haben. Weil diese Namen, die Sie genannt haben, die sind ja alle bekannt. Ja, es sind alles Koryphäen der Philosophie. Und insofern bin ich auch dankbar, eine hochstilisierte und auch schwierige Ausbildung bekommen zu haben. Und ich glaube, das war ein guter Hintergrund dann für eine eigenständige Karriere. Meine Laufbahn dürfen Sie sich nicht so vorstellen, als ob die sehr einfach gewesen wäre. Ich gehöre einer Generation von Wissenschaftlerinnen an, die für Gleichberechtigung, Gleichbehandlung kämpfen mussten. Als ich studierte, gab es 0,1% Frauen auf Lehrstühlen. Das war aber eine einzige. Das war Margareta von Brentano. Und wir waren in Deutschland 3 Wissenschaftlerinnen. Und das war Anne-Marie Pieper, die in Basel einen Lehrstuhl kriegte, Ingeborg Schüssler in Lausanne und ich in Luzern. Also Deutschland war eigentlich geschlossen. Es gab für Frauen keine Lehrstühle. Dass ich mich überhaupt habilitieren konnte, verdanke ich Dieter Henrich, meinem Lehrer. Und er wurde wirklich gefragt, wollen Sie eine Frau habilitieren?
Und in der Fakultät wurde gesagt, wir wollen unsere Privilegien nicht aufgeben. Also ich sage das für eine Generation, für die wir Vorkämpfer waren. Und heute ist es leichter, heute sind diese Spitzenpositionen in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in der Politik grundsätzlich offen. Und das war damals nicht der Fall. Und wie gesagt, alle drei Damen wurden in die Schweiz berufen. Das ist also... Aha, das ist spannend. Ja, die Schweiz war insofern liberaler als Deutschland. Heute hat sich das natürlich geändert, obgleich Frauen in Spitzenpositionen noch immer unterprivilegiert sind. Aber diese Positionen stehen grundsätzlich offen. Und das war damals nicht der Fall. Also insofern war das oft ein mörderischer Kampf. Das darf man nicht vergessen. Und das ging allen drei Philosophinnen so. Und wir haben, wie gesagt, in der Schweiz unsere Lehrstühle bekommen. Und wie das Schicksal immer Vor- und Nachteile hat, eigentlich war mir die Schweiz zu klein. Ich habe immer woanders hingestrebt, an große Universitäten. Und ich habe viermal auf einem ersten Platz gestanden, was natürlich bei 200 Bewerbern auch nicht ganz einfach ist. Und es ist viermal gescheitert. Durch Intrigen, ich will darüber nicht sprechen, aber Sie wissen wahrscheinlich auch, dass ich hier in Wien jahrelang auf Platz 1 für die Mader-Nachfolge gestanden habe und die Stelle dann auch gestrichen wurde. Also das Vorurteil gegenüber so Philosophinnen in der Zeit, was war so zum... Nein, das war jetzt erst in letzterer Zeit. Da war ich für einige vielleicht schon zu alt, um hierher zu kommen. Und also eine Besetzung von einem Ordinariat ist halt noch immer schwer. Und da spielen nicht nur qualitative Gründe, also Qualität muss man immer vorweisen, Qualifikation. Aber da spielt noch vieles andere eine Rolle. Und dann hat man mir hier die Venia Legendi gegeben, sodass ich eben lebenslang, denke ich, oder solange ich will, lehren kann. In der Schweiz ist es halt so, da wird man emeritiert oder pensioniert mit 65 und dann ist man im Zentrum seiner Qualitäten, seiner Macht, seiner Überblicke, seiner Energie. Und das hat mir nie gepasst. Ich finde es schön, dass Sie das sagen. Fand ich... Dass dieses Wien hier eine Universität ist, die also groß und bedeutend genug ist und eben auch mir die Möglichkeit gibt, länger zu lehren. Und das heißt, daher bin ich bin lange, viele Jahre, seit über 20 Jahren bin ich mit Wien verbunden, weil Professor Klein und ich hier mal eine internationale Gesellschaft für Philosophie gegründet haben, deren Vizepräsidentin ich auch bin. Also ich komme lange in Wien, nur war es mir eben leider nicht vergönnt, diese Mader-Nachfolge anzutreten. Und jetzt komme ich eben regelmäßig jedes Semester hierher und mache Blogveranstaltungen und lehre so hoffentlich recht lange. Das wünschen wir uns. Nachdem Sie ja so eine so aktive Person sind, ich meine, alleine wenn ich Ihre zahlreichen Publikationen anschaue, Ihre umfangreiche Lehrtätigkeit, stellt sich für mich immer die Frage, wie schaffen Sie das? Sie sind ja, wie die Hannah Arendt gesagt hat, in der Vita aktiver, also sehr aktiv im Lehren, im Forschen und gleichzeitig auch in der Vita kontemplativer, im Schreiben, im Zurückziehen, im Verfassen Ihrer unzähligen Schriften. Wie schaffen Sie diesen Wechsel eigentlich zwischen einer sehr intensiven Lehrtätigkeit, die ja auch viel Energie sicher erfordert, Vermittlung von philosophischen Gedanken und Systemen und gleichzeitig dann wieder diesen Umstieg hin zum Schreiben und zur Ruhe? Ach, manchmal kann gerade diese Abwechslung sehr inspirierend sein. Die Semesterferien in Anführungsstrichen sind ja eigentlich keine Ferien. Das ist die Hauptarbeitszeit, weil man dort Zeit hat, um Bücher zu schreiben. Und es gehört natürlich eine große Selbstdisziplin dazu. Ich arbeite 9 bis 13 Stunden am Tag im Stück. Das ist eine Disziplinierung, die man aufbringen muss. Und dann bin ich auch mal wieder froh, dass ich auf
Reisen gehe und eben Gastprofessuren oder Einladungen für Kongresse und Tagungen annehme. Das ist dann etwas entspannend zugleich wieder. Und wenn man dann zurückkommt, kann man wieder intensiv arbeiten. Während des Semesters ist es natürlich schwieriger. Da hat man seine Lehrverpflichtungen, die administrativen Arbeiten. Da bleiben eigentlich nur die Wochenenden. Samstag, Sonntag, das gehört für Wissenschaftler eben dazu, dass man dann auch arbeitet. Aber die andere Zeit kann man einfach planen. Insofern sehe ich da kein Problem, sondern das ist Abwechslung und insofern inspirierend. Und wie entstehen Ihre Bücher? Also ist es sozusagen, Sie haben ein Thema und dann entwickeln Sie ein Seminar und fassen das wieder zusammen? Oder wo entsteht sozusagen der Wunsch oder das Bedürfnis, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten? Ja, meine Themen sind teilweise, wie Sie an den Buchtiteln merken, naturwissenschaftlicher Art oder überhaupt wissenschaftlicher. Was ist Wissenschaft? Unser heutiger Begriff von Wissenschaft. Was ist Zeit? Was ist Raum? Und dann fange ich darüber an, zu überlegen, und dann veranstalte ich oft Selbsttagungen, um mir Anregungen zu holen. Oftmals befriedigen die mich nicht, dann lade ich wieder andere Leute ein. Diese Möglichkeit habe ich in der Schweiz, sehr viele Tagungen zu organisieren oder auch größere Kongresse, um dadurch Anregungen zu bekommen, und dann ziehe ich mich zurück und fange an, wirklich die gesamte Literatur zu lesen, oder das ist nun etwas übertrieben, aber einen großen Teil der Literatur, und beginne dann zu reflektieren und über ein Thema zu schreiben. Und häufig, immer wieder in den letzten Jahrzehnten und Jahren, ist es auch so, dass ich kulturvergleichende Studien mache. Mhm. Ich gehe viel auf Expeditionen, zum Beispiel im Amazonasgebiet oder auch Neuguinea. Und sehe, was ist dort das Wissensverständnis? Haben die dasselbe Zeitverständnis oder ein ganz anderes? Und es ist mir nämlich oft so passiert, dass ich zu einer Naturethnie kam, dann gab es irgendeinen Ausdruck und der wurde übersetzt, er wird morgen kommen. Und der Betreffende kam am nächsten Tag nicht. Ich sage, was ist denn los? Ja, er war schon da, eben vorgestern. Ich sage, ja, könnt ihr nicht Vergangenheit und Zukunft unterscheiden? Und dann kam ich dahinter, nein, das können manche Völker nicht. Die haben ein ganz anderes Zeitverständnis. Die leben in der Gegenwart. Oder sie kennen Gegenwart und Vergangenheit als eine Einheit. Und wenn man einmal darauf aufmerksam geworden ist, dass unser Zeitverständnis, dieser fließende Zeit, die wir durch den Zeitpfeil darstellen, überhaupt nicht allgemein ist und auch keine anthropologische Konstante ist, dann beginnt man darüber zu reflektieren, ja, was ist dann Zeit? Was für andere Verständnisse gibt es? Und dann kommt wieder mein Studium, eben das Germanistikstudium, und das zeigte ja, in den ursprünglichen Sprachen gibt es auch keine Tempora. Das ist erst ein relativ jüngeres Produkt aus der griechischen und römischen oder lateinischen Tradition. Vorher hatte man Aktionsarten, also kannte man überhaupt keine Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft. Bis heute hin in den slawischen Sprachen kennt man das nicht. Und dann beginnt man wirklich zu reflektieren und zu philosophieren über Sachen. Und so entstehen meine Bücher über wirklich, indem ich reflektiere, ja, was ist die heutige Zeit, was sind etwa, was ist Wissen, was ist Wissenschaft, was ist Zeit, was ist Raum, und sind das alles Konstrukte oder, wie gesagt, das Gegenteil wäre eine anthropologische Konstante, was ist das eigentlich? Und dazu gehören dann kulturvergleichende Studien, wo man auch wirklich zu Naturethnien gehen muss, und geschichtsphilosophische Studien. So kommen meine
neueren Bücher, die dich eigenständig nennen. Also sie ist, meine eigene Philosophie. Sie ist sehr verwoben auch mit ihrem Leben. Ja. Also sie sind sozusagen, sie sind Philosophin ganz und gar so in dem Sinn, dass sie wirklich ihr Leben und die Forschung, das ist mehr oder weniger eins. Das ist eins, Ich mache heute immer weniger historische Interpretation, also was hat Kant oder was hat Hegel und dazu gesagt, sondern ich gehe mehr und mehr auf eigenständige Themen über. Ich habe an diesen klassischen Philosophen gelernt, aber ich habe mich davon emanzipiert und ich gehe solchen Sachfragen nach. Heute ein sehr interessantes Thema ist, wir sind im Umbruch von einem Wissenszeitalter zum Computerzeitalter. Und das bringt einen ganz anderen Wissensbegriff mit sich, eigentlich den Informationsbegriff. Das ist kein Wissensbegriff mehr, das ist ein aggregatives, lexikalisches, enzyklopädisches Wissen. Und da müssen wir uns ja mal Gedanken drüber machen, welchem Zeitalter gehen wir mit dem Computer, mit dem Internet, mit den Datenbanken entgegen? Was kommt da auf uns zu? Das ist ein ganz anderer Wissensbegriff als der wissenschaftliche, der systematisch war. Und da muss man auch einmal sich Gedanken drüber machen. In einem Buch Wissen, Information, Weisheit. Ja, das ist eben das neue Thema, an dem ich arbeite. Das finde ich sehr interessant, weil dieser Weisheitsbegriff, der kommt ja aus der Philosophie. Und wenn Sie sagen, Informationen, gibt es ja offensichtlich auch einen Verlust an Weisheit oder wie ist das, wäre das zu sehen? Ich unterscheide noch zwischen Wissen und Weisheit. Weisheit ist der alte griechische Begriff, den man im ganzen Mittelmeerraum hatte, auch bei den alten Ägyptern, Sumerern, auch im Alten Testament. Das ist ein lebenspraktischer Begriff, der an der Lebenspraxis orientiert ist und bei dem theoretisches und ethisches Wissen noch eine Einheit bilden. Man lebte gemäß einer Ordnung, die vorgegeben war. Im Ägyptischen heißt das Maat oder im Griechischen Kosmos. Und das Leben gemäß dieser Ordnung führte dann auch zu einem langen, glücklichen, gelingenden Leben, weil man gemäß einer Ordnung lebte. Und die weitere Tradition hat den Theoriebegriff des Wissens ganz von der Lebenspraxis abgelöst und auch von der Ethik. Unser naturwissenschaftlicher Begriff ist ein versachlichender, ein objektivierter und objektivierender Begriff, der ganz losgelöst ist von der Individualität, von dem persönlichen Leben und auch von der Ethik. Und heute klagen wir so über den Werteverlust, darüber sollen wir nicht klagen, wenn man unseren Wissenschaftsbegriff analysiert. Das ist, unser Wissenschaftsbegriff ist orientiert an Allgemeinheiten, an Gesetzen, an Regeln, an Kontexten, aber er ist abgelöst vom Leben. Und die Ethik hinkt folglich immer hinterher. Und dann gibt es eine christliche oder eine humanistische Ethik oder Menschenrechte, aber das sind von außen kommende Ethiken, die niemals in diesen Begriff mehr integriert werden können. Wir haben hier einen Verlust hinzunehmen und darüber sollen wir dann nicht klagen. Es ist ein bisschen schwierig für mich anzuschließen, aber ich sehe, dass Sie ja sehr viel auch in Richtung ganzheitliches Denken, Holismus entwickelt und geschrieben haben oder auch diese ganze Strömung des analogen Denkens aus der Renaissance aufgerollt haben. Ist es nicht auch ein bisschen ein Versuch, diese alten Weisheitslehren wieder mit der Gegenwart zu verbinden? Also zum dem naturwissenschaftlichen, rein versachlichen Denken doch auch wieder eine neue Form der Ethik, ich würde nicht sagen entgegenzusetzen, aber doch ein Angebot aus der Philosophie zu stellen? Oder ist dieses Projekt nicht mehr möglich? Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten, weil wir vielleicht unterschiedliche Ethikbegriffe haben. Ethik ist für mich mit Normativität verbunden. Und woher kommt diese Normativität? Du musst, du sollst. Das kann man ja nicht nur appellieren. Fragt man, warum soll ich so leben, nicht?
Und wie kann man das begründen? Und da gibt es verschiedene Begründungsweisen. Die fundamentalistische Begründung, die die Theologie hat, verweist, dass das wollte Gott so, um das banal zu sagen. Oder die naturalistische, die Hans Jonas in seinem Buch Prinzip Verantwortung vertreten hat, wo er meint, die Natur sei theologisiert, teleologisiert, also zweckgerichtet. Und eine dritte ist Lex Natura, sind so Naturgesetze. Aber heute hat sich das alles aufgelöst. Wir haben letzten Endes keine definitiven normativen Verpflichtungen mehr. Warum soll man eigentlich so oder so leben? Die Ethik ist auch für mich heute etwas... Es gibt viele Ethiken und Kulturen haben verschiedene Ethiken ausgebildet und jeder hat auch ihr Recht, aber keiner hat davon wirklich universelle normative Verpflichtung. Und so ist es ehrlich gesagt für mich schwierig, heute eine Ethik wirklich aufzustellen. Und dieses ganzheitliche Denken, das kann man auch als integrierendes, verantwortungsbewusstes Denken, die Wege etwas zu reflektieren, ihre Konsequenzen für bestimmte Denkmodelle, Sinnkonzeptionen, Lebenskonzeptionen ein Stück weit zu denken und so zu verantworten. Aber ich kann niemandem vorschreiben, so zu denken oder so zu handeln. Das ist klar. Nicht? Aber soweit ich mich erinnern kann, ist in Ihrem Buch, was mich sehr angesprochen hat, Sie versuchen das ja auch aufzurollen, wo diese Schwierigkeiten und Brüche ansetzen, ja, wenn man nicht mehr Gott im Hintergrund hat oder nicht mehr diese Referenz auf die Natur ist so und so, ja, dann fällt plötzlich alles in die Verantwortung des Menschen und mehr oder weniger darüber, dass wir uns gegenseitig darüber verständigen, was soll in Zukunft erscheinen, was ist angemessen. Also wir können uns ja dieser Fragen nicht ganz entledigen, weil sonst ja nur mehr der Zweck und die Wirtschaftlichkeit und die Versachlichung entscheidet. Ja. Und an dem Punkt hätte doch die Philosophie auch gewisse Orientierungsaufgaben anzubieten. Ja, selbstverständlich. Und so verstehe ich ja auch Philosophie, dass sie verschiedene Modelle, Lebenskonzepte oder Handlungskonzepte, Sinnkonzepte anbietet und eben ihre Konsequenzen, ihre Vorteile, ihre Nachteile, ihre Gefahren eben denkt. Und dazu gehört auch, wie wollen wir heute leben? Was ist unser anthropologisches Modell oder unser Gesellschaftsmodell? Und Sie wissen, gerade in einer mehr und mehr globalisierten Welt entstehen Probleme. Wie wird eine Weltgesellschaft aussehen oder soll sie aussehen? Soll die eine einzige, die demokratische Staatsform haben? Soll die ein einziges Rechtssystem haben? Und etwa die Menschenrechte? Oder wird es immer plurale Systeme geben, wenn Sie an die religiösen Konflikte denken? Mhm. Die gerade sehr aktuell und virulent sind und von anderen, also mohammedanischen Gebieten, wird gesagt, die Menschenrechte, die aus der europäischen Aufklärung entstanden sind, das ist eben das westliche System und das kann nicht einfach auf unser Denken und auf unsere Lebenshaltung aufoktroyiert werden. Das heißt, diese Probleme müssen wir schon einmal denken. Ein monistisches System, was die Staatsverfassung, was die Jurisprudenz, auch was die Naturwissenschaften betrifft, oder gibt es immer plurale, heterogene Systeme und wie sind die auszubalancieren? Ich meine, diese Aufgaben hat die Philosophie zu reflektieren und da Orientierungen zu geben, aber Entscheidungen so oder so zu leben, da würde ich mich etwas zurückhalten. Also da würde ich sagen, geht dann die Philosophie schon in Handlung über und das wäre dann schon eher eine politische Aufgabe. Also da würde ich sagen, muss ich die Philosophie, gut, das ist meine Meinung, sie bleibt einfach Reflexion, sie bleibt Theorie
Und diese These, die es ja mal von der Frankfurter Schule und im Marxismus gegeben hat, dass die Philosophen nur die Welt interpretieren, dass man sie aber verändern solle, das geht dann schon in Handlung über und in Politik. Also es wäre nicht meine Meinung, dass Philosophie diese revolutionäre Umsetzung sein sollte. Da bleibt für mich Philosophie einfach Orientierungswissenschaft, eben aufzeigen der verschiedenen Denkwege. Sie haben ja mal in Ihrer Vorlesung, also das geht jetzt noch einmal ein bisschen auf diese Frage ein, der Philosophie drei Schwerpunkte der Philosophie genannt. Das erste war Philosophie als Aufklärungswissenschaft, Philosophie als Kompensationswissenschaft und Philosophie als Handlungswissenschaft. Es wäre schön, wenn Sie diese drei Beschreibungen der Philosophie noch ein bisschen skizzieren könnten, also die Aufklärung, die Kompensationsthese, die können wir ja extra auch nochmal eingehen, und eben Philosophie als Handlungswissenschaft, weil sich doch viele heute auch von der Philosophie wieder Orientierung auch zur Handlung hin erwarten. Also um mit der Ältesten zu beginnen, das ist die Kompensationsthese. Die geht auf die Ritterschule zurück und die ist von Ritterschülern Marquardt und Hermann Löbbe popularisiert worden durch dieses Bonmot. Je moderner die moderne Gesellschaft wird, desto unvermeidlicher sind die Geisteswissenschaften. Ja, ja, entzückend, ja. Bitte? Das ist entzückend. Ja. Und diese These kommt daher, wenn man sich die moderne Gesellschaft, überhaupt die Moderne anschaut, dann ist die einmal natürlich durch die Dominanz der Naturwissenschaften charakterisiert, und die Naturwissenschaften gehen auf das Allgemeine und vernachlässigen das Individuelle, wie ich anfangs schon gesagt habe, vernachlässigen das Individuelle, das Signifikante, das Historische. Das ist Aufgabe der Geisteswissenschaften. Und eine andere Komponente der modernen Gesellschaft ist etwa die Bürokratisierung, die Verwaltung. Und damit ist auch Anonymisierung verbunden. Auch wieder Verlust der Individualität und der Historizität. Oder wenn Sie heute reisen, Sie reisen ja auch sehr viel, wie Ihre Bilder zeigen, die Ausdruck dieser Reisen sind. Das ist noch sehr individuell, die Kunst, oder das ist gerade wieder individuell, aber sonst ist alles uniformisiert. Überall die gleichen Transportmittel, die gleiche Unterhaltungsindustrie, die gleichen Hotels, die gleiche Einheitsküche und so weiter. Es ist uniform. Unsere moderne Welt ist uniform geworden, ist entindividualisiert, ist enthistorisiert. Und nach dieser Marquardtschen These, nach diesem Bonmot, haben die Geisteswissenschaften und die Philosophie die Aufgabe, dieses nachzuholen und zu kompensieren durch Kunst, durch Geschichte, ob nun Musikgeschichte oder Theatergeschichte oder überhaupt durch Geschichte, durch Philosophie. Sie haben andere Befindlichkeiten des Lebens anzusprechen. Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein. Er ist auch ein sinnliches Wesen, ein emotionales Wesen. Er denkt, und diese Aufgabe, diese individuellen Bedürfnisse zu befriedigen, die hätten dann die Geisteswissenschaften und die Philosophie und die Kunst. Marquardt nennt das Sensibilisierungsgeschichten. Das ist ein modernistisches Wort oder auch ein etwas merkwürdiges Wort, aber es zeigt an, dass der Mensch doch ein ganzheitliches Wesen mit vielen Bedürfnissen ist und etliche Bedürfnisse in unserer modernen Gesellschaft nicht befriedigt werden durch die Geisteswissenschaften, durch die Anonymisierung der Bürokratie, und da eben die Geisteswissenschaften und die Philosophie einspringen muss. Nun, das kann man akzeptieren oder nicht, das hat auch viel Kritik erfahren. Ich würde sagen, dadurch sind die Geisteswissenschaften und die Philosophie noch immer etwas unterbewertet. Sie sind nicht nur Kompensationswissenschaften, um die Defizite der Moderne zu kompensieren.
Und die andere Theorie, Handlungswissenschaft, ist hauptsächlich durch die Frankfurter Schule und durch den Marxismus und überhaupt durch Revolutionstheorien aktualisiert worden, wo man sagt, nicht nur philosophieren, sondern diese philosophischen Theorien dann auch in die Praxis umsetzen, Veränderungen erzeugen. Die Philosophie bietet meines Erachtens Ansätze zur Veränderung, indem sie Modelle bereitstellt, aber sie ist für mich keine Revolution oder keine Revolutionstheorie. Allenfalls bietet sie die Ansätze, die denkerischen Ansätze dazu, aber die Umsetzung muss auf einem anderen Gebiet erfolgen. Also sonst würde ja Philosophie in Politik übergehen. Ja, sonst würde es vielleicht auch sogar Religion sein, in gewisser Weise. Auch das, ja. Obwohl ich schon glaube, also das ist kein Widerspruch, sondern nur eine persönliche Nachfrage. Es gibt ja sicherlich bestimmte Theorien, wo Sie sagen, die haben mich aber auch persönlich sehr geprägt. Also die bestimmen auch meinen Ausdruck, mein Verhaltensweisen. Also das heißt, es gibt ja, wenn man es jetzt auf der persönlichen Ebene ansiedelt, doch, glaube ich, Theorien, vielleicht sind es manchmal auch nur einzelne Gedanken, die das eigene Leben sehr wohl verändert haben, beziehungsweise eine Orientierung fürs Handeln geboten haben. Oh ja, da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Aber nach wie vor bleibe ich davor, dass die Philosophie Anregung zur Veränderung ist, aber der Impuls, dann wirklich die Veränderung durchzuführen, die hängt dann von dem persönlichen Leben oder von der Politik, von der Umsetzung ab. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Fein. In Luzern haben wir einen Kurs Philosophie und Management eingerichtet. Habe ich gesehen, ja. Und vor vielen Jahren schon kam die Pharmaindustrie, das Top-Management, auf mich zu und wollte Alternativen. Ich wusste immer nicht, was wollen die eigentlich? Die wollen Philosophie, die wollen Alternativen. Die waren sich sehr wohl bewusst, dass diese Globalisierung und alles, was damit verbunden ist, nicht so weitergehen kann. Aber sie konnten das nicht artikulieren. Und ich konnte es auch nicht internalisieren. Ich wusste nicht, was die eigentlich wollten. Dann gab ich das an die Theologen weiter, die wussten es noch weniger. Und zum zweiten Mal kam die Wirtschaft wieder. Und da hatten wir das Glück, dass jemand aus der Wirtschaft auch in unseren Philosophie-Seminaren und Vorlesungen saß und diese Verständigung, diese Übersetzungsschwierigkeiten eben managen konnte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, Manager wirklich aus der Top-Wirtschaft und Philosophen, und haben, es hat jahrelang gedauert, haben abgesprochen, was wollen die eigentlich? Was sind deren Themen? Und das ging ja auf Veränderung hin. Und dann haben wir verschiedene Themen, die die Wirtschaft eben interessierte, überlegt. Dazu gehört Macht oder auch Philosophie und Politik. Oder mein Modul ist System in Bezug auf Globalisierung, auf Raum und Zeit. Und weswegen ich Ihnen das erzähle, ist Folgendes. Wir haben uns gefragt, was wollen die eigentlich? Wollen sie Philosophie als Kompensation, sowie auch autogenes Training oder irgendetwas, fernöstliche Weisheit? Oder wollen sie ein Forum haben, in dem sie mal unter sich diskutieren können? Nein, sie wollten wirklich etwas an, sie wollten Alternativen. Weil doch jede Einzelwissenschaft und auch jeder Beruf in bestimmte, ein bestimmtes Scheuklappenwissen hat und muss es auch haben. Man hat einen Methodenrahmen vorgegeben und innerhalb dieses Methodenrahmens argumentiert und operiert man, um effektiv und speditiv zu sein. Aber das ist eben ein Schubladenwissen oder ein Scheuklappenwissen. Sie wollten Alternativen. Sie wollten, und das können nur Philosophen liefern. Wirkliche andere Konzepte. Aber die Umsetzung muss dann das Management selbst machen. Und da wir diese Kurse schon jahrelang haben, inzwischen sind es Nachdiplomkurse geworden mit einem Diplom, haben wir dann gefragt,
Was hat sich bei euch verändert? Das kann man nicht handgreiflich sagen, wir haben jetzt die und die Entscheidung getroffen oder die und die Theorie gemacht. Aber man hat ein anderes Verantwortungsbewusstsein. Das ist sehr positiv, ja. Nicht? Indem man jetzt auch andere Seiten berücksichtigt, also holistischer oder gesamtheitlicher, von anderen Standpunkten etwas angeht und es ein Stück weit reflektiert. Und das verändert natürlich das Leben. Bei der Umsetzung von Philosophie in die Praxis ist es nicht so, dass ich eine Theorie sofort umsetze, sondern dass das ganze Leben und die Haltung verändert wird, dass man auch toleranter, liberaler wird. Die Umsetzung erfolgt multidimensional oder multifaktoriell. Es ist nicht einfach so eine Übersetzung, sondern es ist eine Veränderung der Lebenseinstellung. Das wäre dann aber die Kompensationstheorie, würden Sie damit etwas außer Kraft setzen, nicht? Also wenn man jetzt sagt, außer Kraft. Ja, aber das Denken, also Philosophie verändert auch das Denken und die Haltung und das Verantwortungsbewusstsein, dann kommt es vielleicht wirklich zu einem Paradigmenwechsel, möglicherweise, wo diese einseitige Form des Wirtschaften und Denkens vielleicht doch durch eine neue Haltung überwunden werden könnte. So ist es. Ist doch auch eine gewisse Hoffnung damit verbunden. Ja, wenn auch nur eine kleine, aber es ist tatsächlich so, dass alles bei einer Mentalitätsänderung beginnt. Und wir sind heute eben eine extrem materialistische Gesellschaft, eine Konsumgesellschaft, eine Fun-Gesellschaft. Ich brauche das nicht alles aufzuzählen. Aber man muss sich bewusst werden, was wir eigentlich sind. Und dann kann man auch Veränderungen, Alternativen anführen und auch eventuell umsetzen. Ich habe diese beiden Bücher, Das Verständnis der Natur, geschrieben und ich sah auch, dass diese Naturwissenschaft sich mit einer Stringenz aus der Antike heraus entwickelt hat und war eigentlich manchmal deprimiert darüber, können wir überhaupt aus diesem naturwissenschaftlichen Trend heraustreten oder sind wir gebunden? Und auch wenn die Schritte sehr klein sind, man kann heraustreten, man kann Alternativen entwickeln. Man muss eben nur den Mut haben, auch herauszutreten und andere Konzepte zu entwickeln, andere Theorien. Ich war, wie gesagt, sehr deprimiert, ob man wirklich die Möglichkeit hat, auch zu einem ökologischen Denken zu kommen, ob sich das durchsetzt. Die grüne Bewegung, die Ökologiebewegung, Friedensbewegung, das sind zwar alle schöne Ansätze, aber haben sie auch letzte Konsequenzen? Und da hat mich mal Herr Dürr, den Sie auch kennen, wirklich zusammengestaucht und gesagt, ja, wenn man nicht im Kleinen anfängt, eine Mentalitätsänderung, die dann größere Kreise zieht, wie soll man dann weiterkommen? Ja. Und so ist es auch. Man kann nicht sofort abrupt heraustreten. Und man kann auch kulturell, wo man in einem bestimmten System erzogen ist, nicht sofort heraustreten. Aber mit Mentalitätsänderung beginnt etwas und dann muss es Kreise ziehen und dann muss man in Beruf, es beginnt in der Familie, in der Schule und im Beruf dann eben und in der Politik Konstellationen herbeiführen, die auch eine Änderung bewirken. Es ist ein komplizierter Prozess und nur das wollte ich sagen und Philosophie gibt da die Anregung zur Veränderung. Aber dann müssen auch andere Instanzen wie eben Erziehung, Bildung, Politik eingreifen. Und da wäre manchmal auch für die Politik etwas mehr Reflexion, etwas mehr Philosophie. Also ganz gut. Ja, Sie haben ja einen sehr breiten Überblick über die Entwicklung der Philosophie der letzten Jahrzehnte. Mich würde auch besonders interessieren, welche Traditionsstränge jetzt aus der Philosophie heraus der letzten Jahrzehnte, welchen Traditionsstrang würden Sie sagen, der ist sehr zukunftsträchtig, der gibt vielleicht Denkanstöße zu einer Philosophie der Zukunft, auch ein Buch von Ihnen, oder kann man das so nicht fragen? Ja, ich würde darauf folgende Antwort geben. Seit der sogenannten 68er-Generation oder sagen wir seit der Postmoderne, die eine Differenzphilosophie war, haben wir nur einen Pluralismus von Philosophien.
Während das 20. Jahrhundert noch gekennzeichnet war durch große Wellen in der Philosophie, beginnend mit der Phänomenologie, dann im Existenzialismus, dann der Hermeneutik, dann der Wissenschaftstheorie, der analytischen Philosophie, hat sich so seit den 90er Jahren oder auch schon 80er Jahren so ein Pluralismus entwickelt. Die Wellen werden immer kürzer, die Überschneidungen immer größer und heute macht eigentlich jeder jedes, was ihm beliebt. Die analytische Philosophie hatte vielleicht die längste Überlebensdauer, aber heute, wenn man so an die Universitäten geht und sich umsieht, wird doch eigentlich alles vertreten und es ist kein Mainstream da, sondern wirklich eine Differenz, eine Pluralität von Philosophien. Und was sich da längerfristig herauskristallisieren wird und ob da etwas sich herauskristallisieren wird, das ist wirklich schwer abzusehen. Die analytische Philosophie ist im Grunde auch passé. Die hat auch ihre Höhepunkte gehabt. Das ist eine Methodologie, das ist eigentlich für mich nie eine Philosophie gewesen, wohl eine Methodologie. Aber neue Strömungen oder neue Stränge sind für mich nicht erkennbar. Es ist wirklich so, wie unsere Gesellschaft pluralistisch ist, so ist auch die Philosophie pluralistisch geworden. Und was ich als Denkanstöße zu einer Philosophie gedacht oder geschrieben habe, das ist einfach die Tendenz, Philosophie und Kunst mehr miteinander zu verbinden und zu sagen, Philosophie ist ein Entwurf. Platon hat ein sehr, sehr schönes Wort im 6. Brief gesagt über die Philosophie. Sie sei die ernste Schwester des heiteren Spiels. Kunst ist Spiel und Philosophie ist das ernste Spiel. Ich finde das sehr tiefsinnig. Philosophie hat mit Spiel zu tun, was ich auch schon erläuterte, mit Alternativentwürfen, mit neuen Konzepten, mit einer Möglichkeit auch von Alternativstrategien, wie bei der Kunst, wie beim Spiel. Aber es ist ein ernstes Spiel mit großen Verantwortungen und ein rationales Spiel. In der Kunst herrschen Symbole vor und die sind, wie ihre Kunst zeigt, unendlicher Auslegung fähig. Wenn man das Bild etwa von Irland-Sachen sie nimmt, das eine sehr gedrückte, depressive Stimmung zeigt, kann man lange darüber reflektieren. Es ist ein Seelenausdruck, es ist eine Befindlichkeit, es sind Emotionen, die dort zur Geltung kommen. Und man kann unendlich diese Landschaft auslegen, interpretieren. Und Kunst ist Anregung zu solcher unendlichen Interpretation, weil sie mit Symbolen arbeitet. Und Symbole, das kommt ja von Symbalon, ist Zusammenziehung und eben unendliche Auslegung. Und Philosophie ist nicht wesentlich von Kunst verschieden, aber ist rationale Auslegung, rationaler Entwurf. Und darauf wollte ich aufmerksam machen, aber es bedeutet nicht, dass irgendeine neue bestimmte Strömung von Philosophie, wie seinerzeit Phänomenologie oder so etwas oder Existenzphilosophie im Kommen ist. Wenn ich ein Urteil abgeben soll über wirkliche Innovationen, so muss ich Philosophen nennen, die heute gar nicht so bekannt sind. Heute ist ja Habermas bekannt, ja. Soziologische Richtung, und das ist der Mainstream. Das halte ich nicht einmal für so innovativ, sondern das, was Hermann Schmitz, Gernot Böhmer und Rudolf zur Lippe machen, Sinnesphänomenologie, das halte ich für sehr viel innovativer. Das scheint mir eine neue Richtung zu sein, die auch den ganzen Menschen, nicht nur seine Denkstrukturen, sondern auch seine Befindlichkeit, sondern seine Gestimmtheit, seine Emotionen mit einbezieht
und insofern ein ganzheitliches, ein holistisches Konzept vom Menschen hat, das scheint mir eine wirkliche innovative Richtung zu sein. Aber sie hat sich heute noch nicht so durchgesetzt. Ist das ein, holt die Philosophie da etwas nach? Ja, das kann man wohl sagen. Die Postmoderne, Derrida war es insbesondere, der ganzen philosophischen Tradition, ja, den Logozentrismus des Abendlandes vorgeworfen hat, ob das nun berechtigt ist oder nicht, aber es ist die Kopflastigkeit der Philosophie, die Tradition bestimmt hat. Und es gibt auch bei Husserl und bei anderen Ansätze auch dieses Denken schon in Lebensstrukturen, in allgemeinere existenziellere Strukturen einzubetten. Und diese Richtung, ein ganzheitliches Konzept vom Menschen, allenfalls mit verschiedenen Schichten zu haben, auch die Leiblichkeit des Menschen, die Sinnlichkeit, die Fantasie, wie sie in der Ästhetik eine Rolle spielt, zu betonen, das hat die Philosophie bisher ja nicht gemacht. Sie hat sich einseitig an die Ratio, an die Vernunft gewandt und die Vernunft in bestimmter Weise ausgelegt. Und man könnte jetzt sehr provokativ sagen, es gibt auch eine sinnliche Vernunft. Das ist eigentlich so ein Widerspruch. Aber damit meine ich nichts anderes, als dass auch andere Dimensionen des Menschseins, eben die Sinnlichkeit, die Emotionalität, die Befindlichkeit, die Leiblichkeit, alles das mit einbezogen werden muss. Und einige der postmodernistischen Philosophen haben das ja getan und haben den Wahnsinn schon mit gesellschaftsfähig gemacht. Das muss man einmal überlegen, ob auch der Wahnsinn nicht eine andere Art der Rationalität ist als unsere durch die kritische Vernunft hindurchgegangene Rationalität. Also da kommen ganz andere Themen auf. Und die Philosophie hätte auch das mit zu reflektieren und das mit abzudecken. Und in meinen Büchern habe ich Vernunftstrukturen häufig aufgedeckt, auch durch kulturvergleichende Studien, nicht nur durch Geschichtsreflexionen, sondern auch durch kulturvergleichende Studien, indem ich auf das ostasiatische Denken zurückgegangen bin oder auf das sumerisch-babylonische Denken. Das gibt es auch, diese Topologien gibt es auch im Mittelalter. Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche, ist das in Ihrem Buch Analogiedenken? Analogiedenken und Vernunft und das andere der Vernunft. Der Vernunft. Da sind ganz andere Denkstrukturen aufgezeigt, die teilweise sehr viel komplizierter sind. Man muss bedenken, dass bis zum Beginn der Neuzeit auch unser Denken noch durch das Analogiedenken mitbestimmt war. Hübner hat einmal gesagt, so Hermetik und Naturwissenschaft sind Schwestern desselben Stammes. Und wahrscheinlich, das ist meine Erklärung, nur weil das Analogiedenken, das hermetisch war, zu schwierig war und das Naturwissenschaftliche ein simplifizierendes, reduktionistisches Denken war, hat es sich durchgesetzt. Aber man sieht die Auseinanderentwicklung. Das eine ist das Simplifizierende, hat sich durchgesetzt und das andere wurde dann nicht mehr verstanden, wurde marginalisiert. Aber diese anderen Möglichkeiten des Analogiedenkens, die wir bis heute in den Alltag, bis hinein in unsere Umgangssprache bewahrt haben, gilt das auch wieder zu aktualisieren. Das ist eine Denkform, das ganze ostasiatische Denken beruht auf dem Analogiemodell. Und da geht man nicht spezifizierend vor, sondern man vergleicht unter den Planeten dann Farben oder Metalle oder Befindlichkeiten. Man hat solche tabellarischen Systeme und heute hat man das im Alltag oder bei den jungen Leuten, die überlegen, welche
Steine, welche Farben trägt man, welche Befindlichkeiten sind, welche Glücksgefühle oder Unglücksgefühle sind damit verbunden. Also bis in unseren Alltag hinein haben wir dieses Analogiedenken bewahrt, aber wir akzeptieren es nicht als ein wissenschaftliches mehr. Und ohne damit jetzt zu speziell zu werden, ich habe Strukturen aufgezeigt, dass auch dieses Analogiedenken ein nachvollziehbares, ein überprüfbares ist und damit Wissenschaftskriterien erfüllt. Nur es ist sehr, sehr viel schwerer zu verstehen als das Naturwissenschaftliche. Liebe Frau Professor Kloy, ich danke Ihnen ganz herzlich für das anregende und gute Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Dankeschön. Ihre Lehrtätigkeit, für Ihre Publikationstätigkeit. Und ich kann nur sagen, es war wunderbar, mit Ihnen zu plaudern. Dankeschön. Danke Ihnen dann auch sehr herzlich für Ihre anregenden, manchmal auch kritischen Fragen, die ja dazu gehören. Und es wäre außerordentlich schön, wenn Sie durch diesen Workshop oder Werkstatt der Philosophie eben auch Menschen einen Hinweis auf die Philosophie geben könnten, die der Philosophie sonst ferne stehen und die die Philosophie immer als Elfenbeinwissenschaft oder Orchideenfach betrachten. Wenn es ihnen gelänge, durch diese Dialoge, durch die Gespräche eben auch Menschen zum Nachdenken zu gewinnen, die nicht einfach nur alles mitmachen, sondern die auch mal selbstständig über ihr Tun, über ihr Lassen, über ihr Leben nachdenken. Das wäre sehr schön. Dankeschön. Yeah.